John Fink, ein Mann, der vor nichts zurückschreckt. Weder vor Raub, noch vor Eisenbahnüberfällen, noch vor brutalem Mord. Fink und seine Bande überfielen die McCandles Ranch und entführten Little Jake McCandles. Sie forderten $1 Million Lösegeld. Sie fürchteten weder die Armee, noch die berühmten Texas Rangers. Doch machten sie einen Fehler. Sie glaubten, Big Jake McCandles sei tot. Aber er lebte. Die Entführung seines Enkels und die Lösegeldforderung von $1 Million brachten Big Jake zu seiner Familie zurück. Zu seinem Sohn James. Opa, guten Tag. Opa? Opa. Ah, Opa. Mein Sohn, wenn du bis jetzt noch keinen Respekt vor dem Alter gelernt hast, dann wird es Zeit, dass ich dir diesen Respekt beibringe. Zu seinem Sohn Michael. Tut's weh? Nein. Und zu seiner Frau, Martha. Ich habe mich geirrt. Du hast dich nicht verändert, nicht wahr, Jacob McCandles? Nicht mal ein bisschen. Mit seinen beiden Söhnen, einem halbblinden Indianer und einem wilden Hund, ritt Big Jake nach Mexiko. Er hatte eine Rechnung zu begleichen mit John Fain und seiner Bande. Sie müssen uns auf jeden Fall diese Million übergeben, und zwar in unsere Hände. Und wenn Ihnen jemand diese Million abjagt, so haben wir kein Verständnis dafür. Wir warten nicht und wir versuchen es nicht noch einmal. Wir schicken Ihnen, wie versprochen, den Jungen zurück in einem Sarg. Haben Sie kapiert? Jeder professionelle Killer, jeder dummdreiste Dieb versuchte, in den Besitz dieser roten Kiste zu kommen. Aber stattdessen bekamen sie es mit Big Jake und seinen beiden Söhnen zu tun. Irgendwo da draußen gibt es einen Jungen, kaum 8 Jahre alt. Er ist verängstigt, einsam und er fragt sich vermutlich, was aus seiner Welt geworden ist. Wir sind gekommen, um ihn zu finden und ihn nach Hause zurückzubringen, lebendig, wenn möglich. Du verstehst doch, wenn etwas passiert, irgendetwas, dein Fehler, mein Fehler, selbst wenn kein Fehler passiert, das macht nichts. Ich lege dich sofort um. So einfach ist das. Eines Nachts rechnet Big Jake McCandles mit John Fain und seiner berüchtigten Bande ab. Für immer. Wer bist du? Jacob McCandles. Ich dachte, sie wären tot. Nicht so ganz.